Die schwarz-grüne Regierung hat das Polizeigesetz neu gefasst und plant, der hessischen Polizei die Nutzung eines Staatstrojaners zu erlauben. Ein Trojaner ist eine Schadsoftware, die heimlich auf dem PC oder das Handy eines Nutzers gespielt wird und dort alles mitschneiden kann. Prinzipiell kann eine solche Schadsoftware auch weitere Dateien und Programme nachladen und auf dem Gerät speichern. Damit können die Behörden unseren PC oder unser Handy manipulieren. Trojaner nutzen Sicherheitslücken, genau solche, die in der Vergangenheit von vor allem Kriminellen genutzt wurden, aber auch von der NSA und vielleicht von weiteren Geheimdiensten. So etwas möchte jetzt die schwarz-grüne Landesregierung auch. Anstatt also Sicherheitslücken in der Software der Hersteller zu melden, damit sie schnell geschlossen werden können, nutzen die Behörden diese selber, um Spionagesoftware auf PCs oder Handys einzuschleusen. Dies gefährdet unsere IT-Infrastruktur, denn natürlich können auch Kriminelle diese Sicherheitslücken finden, nutzen und weiterverkaufen. Wir Hessen-Piraten wollen eine Verfassungsbeschwerde gegen das neue Polizeigesetz und den geplanten Hessen-Trojaner einreichen. Kann eine solche Beschwerde Erfolg haben? Unser Anwalt hat frühere Urteile studiert. Das Gericht hat in seinen bisherigen Entscheidungen deutlich gemacht, dass die heimliche Infiltration eines IT-Systems, um dieses zu überwachen und Speichermedien auszulesen, unter bestimmten Voraussetzungen verfassungsrechtlich zulässig ist. Aber gleichzeitig formuliert es auch das IT-Grundrecht. Daher dürfen die Behörden ein IT-System nicht einfach so infiltrieren. Es muss Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Aber was heißt das? Mit Verhältnismäßigkeit hat sich das Bundesverfassungsgericht schon früher beschäftigt. Denn wenn der Staat einerseits ein Gesetz schafft, das Eingriffe in informationstechnische Systeme erlaubt, muss er andererseits auch für IT-Sicherheit sorgen. Wir Bürger können also ein adäquates Sicherheits- und Schwachstellenmanagement verlangen. Aufgrund früherer Urteile können wir davon ausgehen, dass wir legitime Forderungen haben, die das Verfassungsgericht ernst nehmen wird. In unserer Beschwerde wollen wir fordern, dass Folgendes genauer geregelt wird. Die rechtlichen Voraussetzungen, unter denen die Polizei einen Trojaner überhaupt anwenden darf. Die technischen Umstände, unter denen er eingesetzt werden darf. Das Vorgehen bei der Beschaffung der Sicherheitslücken. Die Maßnahmen, die verhindern, dass eine solche Sicherheitslücke in falsche Hände gerät. Die Regelung der Informationspflicht für die Betroffenen, denn sobald die von der Spionage erfahren, ist die teuer eingekaufte Sicherheitslücke kompromittiert. Die Mechanismen, die verhindern, dass das Offenhalten der Sicherheitslücke nicht andere IT-Infrastrukturen korruptiert. Die Definition der rechtsstaatlichen Schranken, um Verhältnismäßigkeit zu gewährleisten. All dies ist in dem Gesetz noch nicht geklärt. Wir vertrauen darauf, dass das Bundesverfassungsgericht unsere Beschwerde annehmen und Nachbesserungen verlangen wird. Helf auch du uns, diese Beschwerde zu finanzieren.